Banger One Piece existiert! Moin Leute, willkommen zum weiteren Video auf Banger One Piece. Und heute geht es um Imsamas Waffe und die Auswirkungen von dem Riesenloch, das auf Lucia entstanden ist. Falls euch der Content gefällt, gebt dem Video bitte ein Like und lasst ein Abo da, denn wir haben ja bald die 1000 Abos erreicht. Würde mich sehr, sehr freuen und ich würde sagen, rein ins Video. Was ist bisher passiert? In Kapitel 1089 sahen wir das Ausmaß dieser Waffe, das große Loch im Meer, die ganze Insel wurde zerstört. 6 Tage danach gibt es in der ganzen One Piece Welt, in den Blues, auf der Grand Line und so weiter, Erdbeben und Tsunamis. Es wurde auch gesagt, dass der Meeresspiegel um 1 Meter gestiegen ist und dass das Loch nicht in sich zusammenfällt. Es fließt sozusagen ein Wasserfall runter, genau wie bei Enies Lobby. Die Schwerkraft scheint wahrscheinlich auch beeinflusst zu sein. Wir haben damals auf Enies Lobby gesehen, dass die Insel am Schweben war. Die Verbindung zu Enies Lobby und dem antiken Königreich. Die Insel Enies Lobby existierte schon vor God Valley. Das bedeutet, dass diese Insel nicht God Valley sein kann, wie viele ja behaupten, was von der Zeitlinie her nicht passt. Die Insel wurde wahrscheinlich vor 800 Jahren zerstört, was auch möglich wäre, dass sich dort das antike Königreich damals befand. Und das könnte auch eventuell den ewigen Tag erklären, weil dort immer die Sonne scheint. Das hat es vielleicht etwas mit der Kraft von Sonnengott Nika zu tun. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das antike Königreich von der Weltregierung zerstört wurde, wahrscheinlich von Uranus. Interessant ist auch, dass manche Königreiche gegen den Anstieg des Meeresspiegels gewappnet sind, wie zum Beispiel Dressrosa, das von einem großen Berg bzw. Felsenwand umgeben ist, das Stromkönigreich mit den großen Bergen und die Hauptstadt Alabasta, die sich auf einem Plateau befindet. Und natürlich Wano Kuni, das von Bergen und einer Grenze umgeben ist. Das heißt, dass damals die Königreiche von der Waffe wussten und die Inseln so extra so gebaut haben, damit sie gewappnet sind dagegen. Die Weltregierung musste wahrscheinlich gegen das antike Königreich kämpfen, um sich dagegen zu wappnen. Und vermutlich ging die Waffe Uranus an die Weltregierung danach und so könnte das antike Königreich vielleicht sogar besiegt worden sein. Weil ich vermute, dass Uranus die stärkste antike Waffe ist. Wir haben es ja gesehen, was Imsama gemacht hat. Ist natürlich noch nicht bestätigt, aber ich vermute mal, dass viele auch denken, dass es eigentlich Uranus sein muss. Die Frage ist, warum Imsama die Waffe nicht öfter eingesetzt hat. Vermutlich ging der Weltregierung irgendwann die Energiequelle aus, weil die Waffe damals so oft eingesetzt worden ist. Deshalb brauchen sie auch jetzt Vegapunk bzw. York, die diese Energiequelle produzieren kann. Die Mother Flame. Und dafür brauchen sie auch den Fusionsreaktor, das hat der York bestätigt, dass damit die Energiequelle quasi repliziert werden kann. Deshalb wird die Weltregierung und die Marine alles dafür tun, um den Fusionsreaktor bzw. die Mother Flame zu erhalten von Vegapunk. Durch den Anstieg des Meeresspiegels kann man sich nun viel erklären in der One Piece Welt. Wie zum Beispiel, warum es die Red Line gibt, die auch so hoch gebaut ist, bzw. am Start ist. Das ist für mich kein Zufall, wie ich finde. Generell merkt man also, dass die One Piece Welt eher ein Ozeanplanet ist, also mit viel Wasser umgeben. Es gibt sehr viele kleine Inseln. Und das Interessante ist, dass bei Mary Joa das Schloss Pangaea ja heißt, was ja ein Superkontinent in unserer Welt war. Deshalb vermute ich, dass die One Piece Welt damals ein Kontinent war und nicht aus vielen Inseln bestand. Vielleicht war der Grund die Überflutungen. Und da ja Imu Umi bedeutet, was ja Meer heißt, deswegen passt es auch sehr gut, warum Imsama den Meeresspiegel erhöhen kann. Was natürlich auch sein könnte, dass Uranus auch das Wetter bzw. den Meeresspiegel so beeinflussen kann, ohne um die Waffe zu zünden. Jetzt macht auch zum Beispiel die Arche Noah Sinn, die bei der Fischmenscheninsel liegt, falls die Flut kommt. Dann auch die Fähigkeit von Poseidon ist auch eine Anlehnung darauf. Und auch das Krasse ist dabei, dass Poseidon und auch Pluton von Uranus Fähigkeit eigentlich nicht krass beeinflusst wird, weil Pluton ist ein Schiff, was auf dem Meer treiben kann und Poseidon ist generell eine Fähigkeit, die keine Probleme hat, im Meer sich fortzubewegen oder zu kämpfen. Deswegen macht es auch Sinn, dass am Ende vom letzten Krieg die beiden antiken Waffen gegen Uranus sich stellen werden. Es könnte einen sehr krassen Kampf geben. Ein weiteres Beispiel, was ihr auf dem Thumbnail sehen könnt, ist das alte Wano Kuni. Das könnte erklären, warum die Insel überflutet worden ist und die Grenzen geschlossen wurden. Aber wahrscheinlich ist bei dem Übergang in das neue Wano Kuni der Meeresspiegel unerwartet gestiegen und die Frage ist, ob Pluton auch überflutet worden ist oder sich in einer Höhle befindet.
Aber ich denke, sie wollten so oder so Pluton verstecken und haben dann die Grenzen gebaut. Und so könnte man auch erklären, warum das Ganze überflutet worden ist. Ich frage mich nur, wenn die Weltregierung die Waffe damals öfter eingesetzt hat, beziehungsweise Imsama, muss es ja theoretisch mehrere solche Löcher geben. Entweder kann Imsama diese Löcher wieder schließen oder die schließen sich automatisch nach einer Zeit. Das ist halt die Frage. Was könnte die Inspiration für Oda sein? Denn ein Schimpf namens Noah kennen wir, ein Buch mit dem Titel Genesis, der Meeresspiegel steigt weltweit, eine große Reinigung, um die Welt neu zu starten, die große Flut eventuell, oder bezieht sich auf die alttestamentische Geschichte der Bibel, der Genesis-Flut. Wir haben ja einen Gott in der Bibel, der die Flut verursacht, und in der One Piece Welt haben wir einen Fake-Gott namens Imsama, der ähnliches verursacht. Das ist eine kleine Inspirierung. Es kann aber auch sein, dass die Waffe Uranus das Ganze rückgängig machen kann, also den Meeresspiegel oder die Löcher stopfen kann, die entfernt werden können. Kann ich mir auch vorstellen, dass man quasi generell das Meer oder den ganzen Planet ein bisschen beeinflussen kann, teilweise. Weil angenommen, wenn die ganze Inseln überflutet werden, müssen ja alle Menschen zu der Red Line, weil es ja der einzige Ort ist, der von der Flut sicher ist. Weil ich glaube nicht, dass nach dem Krieg die One Piece Welt überflutet bleibt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil wir wissen ja auch, dass Ruffy in Zukunft wirklich am Ende die Red Line zerstören wird. Ob er es wirklich machen wird, wissen wir nicht, aber wir gehen mal davon aus. Aber ich denke, Oda wird dafür bestimmt eine Lösung haben und das Ganze dann aufklären. Weil der All Blue muss ja entstehen. Und der All Blue kann nur entstehen, wenn die Red Line zerstört wird. Es gibt auch Theorien, dass Pluton teilweise auch Inseln erschaffen kann. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das Ganze gelöst wird. Oder es kann sein, dass einfach Ruffy den Uranus selber einsetzt, um halt dann, um den Meeresspiegel quasi zu senken. Kann ja auch sein. Wir wissen auch gar nicht ganz genau, wie das funktioniert. Deswegen mal abwarten. Und falls Imsama die Waffe öfter einsetzen wird und viele Inseln überflutet, wird wahrscheinlich der letzte Krieg auf der Red Line stattfinden. Hauptsächlich auf Mary Joa. Davor gibt es wahrscheinlich eine Seeschlacht, die sich ja auch viele gewünscht haben. Kann ja dann passieren, wenn dann alles überflutet ist. Weil wir haben zwar immer eine Seeschlacht gehabt bei einem Krieg, aber die war relativ kurz und es wurde nicht wirklich fokussiert. Deswegen glaube ich, dass beim letzten Krieg es ein sehr wichtiger und entscheidender Moment sein wird. Über Sieg und Niederlage und generell im Krieg wird die Seeschlacht einen großen Hauptteil davon einnehmen. Zumindest vom Anfang her. So könnte man auch erklären, warum auch sich sehr viele Ruffy anschließen werden. Nicht nur Königreiche und Piraten, sondern auch teilweise Zivilisten. Deshalb ist auch der Krieg auf Egghead so wichtig und entscheidend für den weiteren Verlauf in der One Piece Welt. Ob Imsama die Energiequelle bekommt oder nicht. Was denkt ihr? Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bin ich damit raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.